Hallo? Läuft's jetzt? Ist das an? Läuft die Aufnahme hier? Ja, die Aufnahme läuft hier. Wunderschön. Das ist jetzt endlich mal wieder ein LOLcast nach langer, 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 langer Zeit. Ich habe ja mich ja weit zurück, ich hatte nicht mal ein bisschen selber gespielt, weil das wurde ja auch angefragt. Aber ich denke mal, es gibt auch eine relativ große Fraktion, die mich LOL spielen, mich LOL kommentieren weiterhin sehen wollen und nicht mich LOL rumfailen, weil das ist. Egal, gucken wir mal zu. Wir sind hier wieder in. Pff, was ist denn das hier? Diamond 3, 2, irgendwie sowas. Nee, Dreh dürfte das sein. Also das mittlere Diamond-Segment ist das hier. Was wir hier uns hier gerade lustig angucken. Die Aufnahme hier an sich ist ein bisschen am Nachmittag. Ich bin noch ein bisschen unvorbereitet, gebe ich offen zu. Ich habe hier gerade wenig gemacht. Also ich habe wenig vorbereitet. Lani, was haben wir denn hier überhaupt? Wir haben hier Hackerin gegen. Was? Mein Hackerin ist gar nicht im Jungle. Lies es im. Was? Das sieht mir ja schon wieder nach großem Fehler aus, dass die Lies hier nicht im Jungle ist. Das, irgendwie, ich weiß nicht, ich vermute mal stark, da hat sich irgendjemand leicht versprochen, so wie es ausschaut. Ich meine, gut, Luck have fun, ja, ist wunderschön. Aber trotzdem sieht das für mich nicht so aus, als wäre das hier irgendwie jetzt so großartig geplant gewesen, dass das genau jetzt. Dass hier Lies im Jungle ist. Das sieht mir ja vor allen Dingen, oder? Meint die das ernst? Ich meine, man weiß ja nie, was die Leute so Lustiges vorhaben. In Raiden will hier anscheinend erstmal keiner. Ich könnte aber die Leute wieder zusammenschieben. Das funktioniert noch sehr schön. Ich habe nämlich neulich Attack Move auf mittlere Maustaste gebunden und seitdem ist alles komisch. Also Elise im Jungle ist sehr ungewöhnlich, sag ich mal. Naja, man ist hier ja nicht im Jungle, das hat mich jetzt ja komplett überrascht. Ach, vielleicht hat die Elise ja einen Plan und ist ja so ihre hier auf die Top-Lane und da kommt dann nämlich auch Hackerin hin, der irgendwie ein bisschen fehlplatziert ist. Es sei denn, Elise möchte jetzt immer mitrennen und irgendwie hilfreichst mit. Nee, Hackerin steht schon top. Sehr seltsam, sehr, sehr. Naja, verdammt, jetzt bin ich hier. Man merkt, dass es am frühen Morgen ist. Ich bin doch komplett verdreht. Hallo. Das Rumschieben geht aber auch nicht mehr so richtig schön, wie ich das in Erinnerung hatte. So, Elise Support würde ich mal stark vermuten. Ich meine, kennen Support mal 30. Jetzt wird hier geblinkt wie wild. Achso, weil Iria noch AFK in der Base rumsteht. Oder noch auf dem. Hat Iria noch im zweiten. Noch nie auf den Hierport mehr gewartet? Close Armor 370 plus 75. Nee, hat sie nicht. Gut. Ich meine, ich hätte so einmal nachgucken können, die, mit denen ich sehe, ob das Gold hier hochgeht oder nicht, wenn es noch nicht hochgeht. So, Elise will jetzt anscheinend Hilfe. Ich beobachte jetzt das hier unten. Das klappt schon irgendwie Die Bande da unten macht Golems, also können wir mal kurz angucken hier, das ist mit Sona gar nicht so schwer, weil die macht ja am Anfang relativ viel Damage. Jetzt bin ich echt gespannt, wie Elise das macht. Ich meine, sie hat 41 Armor, also immerhin. Die scheint das echt ernst zu meinen. Er hat gerade Tristana gerade den großen Creep abgeräumt. Nee, hat sie nicht, war nur der Kleine, aber trotzdem. Oh, ich persönlich bin ja nicht so überzeugt von Elise Jungle, aber im Moment sieht das ja ganz stabil aus. Also na gut, der hat jetzt auch einen Hardpull gekriegt, aber trotzdem. Ich weiß ja nicht. Ich meine, die kleinen Spinnen, die tanken ja. Das ist vielleicht an sich gar nicht so schlecht. Ich meine, wenn sie genug rumzaubert, dann geht das. Da steht erstmal ein relativ weit draußen stehender Ward. Das heißt, man müsste, wenn man. Ja, eigentlich. Oh, da müsste man ja riesen rumrennen. Das ist ein bisschen gefährlich, gerade am Anfang. Oh, Iria gar nicht. Überraschenderweise gar nicht. Na gut, Iria auf Level 1. Iria wird ist ja auch einer der Champions, die erst ein bisschen mit im Laufe des Spiels stärker werden und am Anfang noch relativ schwach daherkommen. Auf der Botlane haben wir auch schon wieder Action. Meine Sona sieht auch nicht mehr so gesund aus. Was sagt denn hier? Also die automatische Kamera leitet mich hier gerade. Ich mache hier gerade manchmal gar nichts. Bin ja auch schon wieder ein bisschen raus, was das Casten angeht. Obwohl ich da eventuell demnächst so ein kleines Mini-Turnier machen werde. Es sind so ein paar Leute, die das so privat machen, mehr oder weniger. Man, 32 Leute. Mal gucken, was daraus wird. Bin ich jetzt schon sehr gespannt. Wenn, livestream mich das. Werde ich aber dann noch ein Ankündigungsvideo zu machen. Aber das ist so nahe Zukunft, also müsste ich das eigentlich mal wieder ein bisschen perfektionieren, das Ganze rumcasten hier. Vor allem, das geht wahrscheinlich den ganzen Tag. Wer denn am 18., falls irgendjemand jetzt schon, also am 18.05.2013. Was ist denn auf der Toplane los? Also, Iria sieht doch relativ bedrängt aus, oh ja. Ja, wie schon erwähnt, Iria leicht, die Sinn sieht ja auch nicht gerade so richtig stabil aus in der Jungle. Ich bin überrascht, wie gut die Lies ja nicht klappt. Wie viele Hipports hat sie denn noch? Na ja, gut, einen. Oh, und da hat, na ja, gut. Iria zu diven ist ja allgemein nicht erst besonders klug bekannt. Oder hat Iria einen Lasted und gekriegt? Ah, der Q ist noch nicht auf. Eigentlich ist es ja. Also mit Iria zu Lasted, das ist wirklich so wunderschön einfach, da muss man sich keinen Gedanken machen. Vor allem hat sie ja dann ihren W unendlich viel Sustain und dann der hinten Kampf die Taktik hier. Und jetzt geht das Iria Lasted wieder los. Wie viel Mana kriegt man auf Level 1 wieder? 35, glaube ich. Ja.
Also 25 Mana kostet die, der Lastet. So, jetzt hier Esfel. Das Exhaust kommt da ein bisschen spät. Beide ziemlich tot. Wäre es jetzt schon Level 6, würde das hier deutlich besser aussehen. Ich meine, Esfel so nah, extrem stark am Anfang besonders. Oh, es versucht Esfel jetzt noch was zu reißen. Nein, da steht das Zahn da hinten. Die ist aber entkommen. Jetzt, gut, Elise. Naja, Elise wollte nie runter. Das sieht gerade gar nicht so richtig gut aus fürs blaue Team. Also jetzt rein von der. Nee, halt, hä? Warte mal. Halt, es sieht nicht gut aus fürs blaue Team in der Mitte. Dafür sieht es auf der Top- und auf der Botlane sieht sehr gut aus fürs blaue Team. So rum, mein Gott. Am frühen Morgen gerade aufgestanden und schon verwirrt. Die Botlane, was holen die sich denn eigentlich schön? Ich bin ja mal sehr gespannt, ob das sich so nah sich hier. Sie hat sogar noch ihren komischen Explorer-Wort. Oh, was? Das reicht nicht mal für ein. Boah, warum wird denn hier so viel geblinkt? Da ist doch gar nichts. Beruhigt euch. Mein Gott. Ah! Dieses Rumgeblinke immer. So, jetzt aber wieder zurück zum Spiel hier. Ich weiß, ob der schon wieder kurz abgelenkt wird, das irgendwie immer der Fall ist. Ja, mal diese Ablenkung, die man täglich im Leben erlebt. Ah, ganz so schlimm. Mann. Die sind am Counter-Jungle, sehe ich die gerade so. Ich meine, gut, die Runen sind jetzt nicht wirklich. Oh, jetzt in der Mitte. Also, die Jungle scheint ja doch irgendwie besser zu funktionieren als gedacht. Ich meine, ich habe das jetzt. Weil die komischen Creeps, die tanken das hier. Ich habe auch neulich gesehen, dass eine Elise auf dieser Iron Map der neuen hier, wie die Howling Abyss, dass sie tatsächlich in den Pool reinrennen könnte, weil der komische Tower die Spinnen fokust. Und dann hat der. Oh, an sich gut gemacht. Na, kommst du noch weg? Oh, kann Ken. Na. Oh, da könnte Ken eventuell noch was reißen. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Oh, jetzt versucht. Na, der guckt ihn daneben, das war's dann. Sehr schön gemacht von Elise. Also mit den runterfallen, da hinspringen und dann da durchflashen, das war sehr gut durchdacht. Wäre ich spontan nicht so auf die Idee gekommen, aber ich bin noch nicht der Elise-Spieler. Sondern hat Ken einen weiteren Vorteil. Was ist denn das hier? Das ist ein AP-Ken. Gut. Hätte ja sein können, dass es ein AD-Ken in der Mitte ist. Jetzt kommt die Hackerin an und macht einfach nur den 1-2. Macht den Kill. Sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus für das Team. Außer halt auf der Botlane und auf der Toplane. Aber in der Mitte sieht super aus. Ah, hier, das ärgert mich ja auch mal persönlich, wenn die Vision Wards, wenn man ein Vision Ward hinstellt und 2 Minuten später kommt der. Oder eine Minute. So ist das Ding nicht mehr besonders lange gelebt. Da kommt der Gegner an und stellt seinen eigenen dummen Vision Ward dahin und dann ist alles doof. Total dämlich. Hackerim. Achso, Hackerim ist ja gar nicht Jungler, verdammt! Das habe ich ja komplett vergessen. Der ist ja Toplaner. Das verwirrt mich ja immer noch, dass Elise hier den Jungle macht. Mann. Wie ist denn hier eigentlich in der Botlane? Ich könnte. Meine Tristana müsste naturgemäß, wenn sie ihren E levelt, müsste eigentlich ein bisschen pushen. Ja, tut sie auch. Was immer ein bisschen unpraktisch. Also es kommt drauf an, wie unpraktisch das ist. Wenn man pogen will. Beziehungsweise, Quatsch. Wenn man pushen will, dann ist das natürlich super. Aber ich habe schon Tristanas gesehen, die mit voller Absicht nicht gelevelt haben, dass sie das dann nicht machen konnten. Einfach weil sie eben nicht pushen. Und oh, jetzt hier Sona ist noch nicht Level 5. Level 6. Ist aber bald der. Hat aber ganz schön ordentlich Schaden genommen. Esfel drückt hier gut. Was ist hier auf der Toplane? Kommt gleich das Doppelmiss. Lieber einmal öfter blinken, denkt sich wahrscheinlich Irelia an dieser Stelle. Elise hier macht einen recht stabilen Jungle. Was kauft man sich denn so als Jungle? Naja, das Übliche. Mehr vom Üblichen. Oh! Aggressives Commitment von Tristana hier. Nicht unbedingt. Nicht, jetzt ist Sona Level 6. Leider eine Sekunde zu spät, sonst hätte das hier auch nicht was werden können. Also, ich bin jetzt nicht ganz so überzeugt von Tristanas Aktion hier. Gerade mit aggressiv, ich meine, der hat zwei Dorans. Aggressiv mit dem Sprung reinzugehen. Klar, Tristana ist einer der Champions, mit dem man das eventuell machen kann, wenn man sich sicher ist, dass man einen Kill kriegt. Aber das sah jetzt auch nicht gerade so aus, als wäre da hier jetzt die unglaublichen Möglichkeiten mit dabei. Also, da hätten wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger spielen können. So, rein vom Farm jetzt mal, um darauf zurückzukommen, wollte ich eigentlich schon machen. Die Top-Lane-Farm, na gut, das ist Irea, mein Gott, kennen auch. Der hat auch schon einen Kill, bla bla. Die Supports sind außen vor. Die Botlaner, Esfel, na gut, das spricht denen, dass das Tristana halt öfter mal B war. Das kommt insofern hin. Und vom Jungle nehmen sich die beiden ungefähr nichts, außer dass Lee Sin zwischendurch schon mal gestorben ist. So viel dazu. Also noch möchte ich ja eigentlich keine Prognosen abgeben, besonders nicht für die Zukunft. So, kriegt die Lisa das jetzt hin?
Meine Wardet hat sie jetzt nicht um. Ne, sie hat endlich keine Vision. Ah, so. Ist das der Plan? Na, reicht das? Kann das reichen? Meine Kassadin hat da schon relativ viel Beweglichkeit. Der Stun ist sowieso raus. Ah, das ist doch. Jetzt ist hier Lee Sin. Oh, das, Oh, der ist schon hinterhergesprungen. Jetzt kommt hier Ken von hinten. Kann er noch was rein? Na doch, ich glaube, Kassadin sollte er gerade so noch kriegen. Ja, da war Elise vielleicht ein bisschen zu sehr greedy, um die ganze Geschichte halt zu machen. Was ist denn hier eigentlich mit der Poplane los? Was hat denn die Rehe mit dem Bilgewater Cutlass gegen... Armor Boots, Dorans Blade und einer Crystalline Flask. Das ist jetzt natürlich... Meine Irea hat die Armor Boots auch. Es ist ja nicht so, dass Hikarin gerade schwach ist. Der hat ja auch relativ viel Sustain auf der Lane. Immer wieder ein schöner Reim. Allerdings ist er halt nicht so stark wie Irea. Also ich weiß nicht, Hackerin gegen Irea zu picken, erscheint mir irgendwie jetzt nicht gerade als die beste Variante. Oh, die sind... Ach, der Red Buff. Der Red Buff. Oh Mann. Also es kristallisiert sich langsam fürs lierende Team raus, dass sie hier anscheinend doch eine ganz gute Figur machen, außer auf der Botlane. Aber wenn zwei Lanes gewinnen, kann man meistens die Botlane wieder rausholen. Möchte man meinen. Ja. Na gut, nee. Nein, der brennt ab. Nee, Hackerin sieht da keinen Stich, würde ich sagen. Das sieht zumindest nicht so richtig gut aus für den guten Kollegen. 71, naja, Irelia ist mittlerweile fast 20 ist hier erst vorne. Hat mittlerweile einen Kill, hat der gute Hackerin, hat er ja vorhin in der Mitte gekriegt, das war echt nicht schlecht. Aber ansonsten. Aber habe ich wirklich vorhin gesagt, dass das lierende Team vorne liegt? Meine, die haben nicht auf zwei Lanes gewonnen, auf der Botlane sie auch nicht. Ich bin einfach nur verwirrt. Sorry! Tut mir leid, ich werde versuchen, mich mehr zu konzentrieren. Das ist ja unglaublich hier, dass ich mich hier. Jetzt kommt hier erstmal die Lee Sin, die versucht hier das Schlachtenglück zu drehen. Allerdings. Es steht hier ein lustiger Wort und deswegen wissen die auch Bescheid. Da wäre. Warte mal, erst wir wirklich raufgehen. Oh, da sieht die Lee Sin die Gelegenheit, aber da kommt. Die sind zum Countergang an. Und da hat Esther auch folgerichtig Tassana weggemacht, die halt viel zu aggressiv reingegangen ist. Ist halt ein relativ hohes Commitment. Es war eigentlich ziemlich klar, dass die Sinn hierher kommt, einfach für den Counter ging. Jetzt ist die Gelegenheit günstig für einen Drake, schließlich ist der gegnerische ADKB tot. Oder andererseits ist es eine günstige Gelegenheit für die Sinn. Aber ich glaube, Elise kann da noch nicht so viel Schaden machen. Ja, da benutzt er den Ult, um wegzukommen. Sometimes I feel like get baited. Aha. Ist ja interessant. So, was ist denn hier oben auf der Toplane los? Hackerin sieht gerade im Moment ein bisschen tankier aus, nimmt aber trotzdem mehr Schaden. Achso, er hat einen Science plötzlich geholt. Na gut, das erklärt so einiges. Dennoch macht die Rehe hier eine gute Figur. Also, ich meine auch, selbst wenn das blaue Team, das diesem Team gerade vorne liegt, meint, dass das blaue irgendwie die besseren Siegchancen hat. Die Rehe ist ganz gut, um den gegnerischen AD-Carry rauszunehmen. Und der Esfel ist, na gut, ist er tot, aber der sieht schon irgendwie relativ fett aus mit seinen, wie heißt denn das Ding hier? Lizard-Dingbums. Spirit of the Elder Lizard, mein Gott. Heute kriege ich auch gar nichts auf die Reihe. Und deswegen, ja, die haben halt, das blaue Team hat hier erstmal ein AOE-CC. BZW ist dann. Irea kann ganz gut auf dem AD-Carry springen oder halt auf dem AP-Carry, wenn es unbedingt sein muss. Wir haben natürlich gleichzeitig noch den Stun von Ken. Dann haben wir da auf der blauen Seite Kassadin, der, wie weit hinten liegt der Kollege denn? Kassadin ist jetzt nicht gerade das, was man weit vorne nennt. Jetzt kommt hier erstmal die Esrael-Ult, um drei Cubes abzustauben. Klasse. Das könnte eventuell ein Problem werden, dass Kassadin so weit hinten, also im Moment gerade, er hat halt wirklich nur Schuhe und einen Catalyst. Das sieht jetzt nicht so unglaublich übermäßig stark aus. Jetzt kommt hier, die sind nochmal angehängt in der Mittellane, aber das wird eh nichts. Ja, Tristana liegt übrigens gar nicht so weit hinten, wie man vielleicht vermuten könnte, dafür, dass sie da reingeht wie so ein Wahnsinniger. Das sieht eigentlich vom Farm her noch relativ stabil aus. Die zwei Kills machen natürlich auch einen Unterschied. Namentlich sind das in diesem Fall 500 Gold. Das geht ja eigentlich fast noch. Aber erst wieder, also, ich meine, das Bild aus der Elder Lizard ist das schon ganz schön mit den Two Damage, die man danach zusätzlich drücken kann. Das ist da ganz angenehm. Also, wir sehen, wie viel Schaden der hier gerade nur mit ein paar Kuh seinen Cyber gedrückt hat. Jetzt hier Tristana in Gefahr.
Ich wollte wahrscheinlich noch den Creep mitnehmen. Das mache ich ja auch mal gerne, wenn aus ausweglosen Situationen schnell noch ein paar Creeps mitnehmen, auch wenn es eigentlich nichts mehr bringt oder noch ein Wort aufstellen oder irgendwas noch machen. Einfach um ein Zeichen zu setzen, kurz bevor man stirbt. So, Hector macht hier oben jetzt anscheinend Druck, wenn ich das richtig sehe. Also ich habe es ja nur auf der Karte gesehen, genau wie ihr. Ich sehe auch nicht mehr. Ich habe ja auch keinen zweiten Bildschirm, die kann ich nochmal woanders zu beobachten. Der Sinn kommt hier. Nee, der rennt hier nur rustig rum. Hackerin geht dann mal B. Irea farmt halt deutlich besser. Jetzt sind es mittlerweile 30 Creeps. Das wäre noch gerade nicht weniger, wenn er auf Lane geht. Was ist denn hier unten auf der Botlane los? Ich könnte nochmal Elise angestürmt, aber ich denke mal nicht, dass sie da durch die Wand durchkommt. Das ist nicht weit genug. Da müsste er erstmal ja schon direkt da an der Wand stehen. Ist halt kein Fiddlesticks. Der macht ja sowas gerne von da zu ganken. Oder ein Amumu, der kann das auch mit einer gut geworfenen Bandage da lustig durch die Gegend ganken. Das ist nochmal ganz wichtig, wenn man einen gegnerischen Amumu-Jungler ist, sollte man sich echt vorsehen, dass er von da gankt kommt. Das passiert relativ häufig. Also die meisten Amumus können das. Und wenn man dann da hier irgendwo steht, dann ist die Gefahr relativ groß, dass man auf einmal in so einer dummen Bandage drin ist. Was ist denn jetzt hier los? Zidian kommt, aber... Nein, Zidian kann ihn kommen. Aber ich meine, Irea kann den Kill machen. Und die hat jetzt vor allem den Killing Spree abgeräumt. Wie ich schon sagte, das sieht ja nicht ganz gut fürs blaue Team aus. Einfach, weil Irea dabei ist. Die farmt jetzt hier auch noch lustig. Also vom Lee Sin sehe ich hier echt relativ wenig. Jetzt gerade Lee Sin ist ja eigentlich am Anfang des Jungles ziemlich stark. Und bis jetzt hat er nicht gerade durch besondere Performance überzeugt. Das sieht jetzt ja auch nicht so unglaublich übermäßig stark aus, sag ich mal. Oder? Nee. Aber jetzt mit Irea kann das was werden, aber bis dahin. Irea ist erstmal in den falschen Busch gelandet. Da war sie prinzipiell richtig, aber jetzt. Ah, kannst du Irea noch schaffen? Ich meine, sie kann den Equilibrium Strike, kann sie nicht zum Stammen benutzen. Hat sie auch nicht. Did die Wish in Flash Semi-Ult Target Range? Was? Hm? Ja, der kam ein bisschen cool. Immerhin den Drake, den könnten sie jetzt eigentlich relativ... Oh, macht der gerade annehmbaren Schaden an Tristana. Gut, Tristana ist jetzt auch nicht gerade so das Tankwunder. Oh, jetzt hat Tristana alles richtig gemacht mit den Randspringen. Elise ist... oh Gott, Elise! Nee, Elise kann das nicht überleben, aber... Ein sehr wichtiger Double-Tier für Tristana, so viel zum Thema. Ah, Tristana hat natürlich ein sehr starkes Late-Game. Ist natürlich auch nicht schlecht. Also, im Moment sieht das meiner Meinung nach hier noch ziemlich aussichtlich noch auf dem Gold, wenn wir uns das hier mal angucken. Das sind 800 Gold, naja, 900 Gold Vorsprung. Das geht eigentlich noch. Im Tomon steht auch 1-1. Na, man darf gespannt sein, wie das hier ausgeht. Die lustige Partysause. Im Moment sieht es ja... Auf der Midlane ist halt Kassadin hart am Verlieren. Der sieht echt nicht gut aus. Der hat halt noch gar nichts. Ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich World of Ages jetzt erstes bauen will. Er scheint mir mal nicht so klug. Ich überlege gerade ernsthaft, wie der Kassadin. Er kann halt gerade wenig machen, weil Kassadin Farben ist doch ein bisschen doof gegen Range-Typen, aber. Also, das Kassadin muss man seine Lane entweder irgendwie gewinnen mit den Qs, oder aber das sieht ganz so schlecht aus. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Wie kommst du jetzt zum ersten Teamkampf? Nee, die sind flüchtet lieber. Ist nach oben los. Oh, Irea macht. Ah, wieder Hackerblatt. Jetzt kommt hier noch. Tristana ran, die aber ihren Schwungverständnis kommt nicht daher. Elise kann es hier, glaube ich, auch nicht. Obwohl ich meine, Tristana sollte mittlerweile den Schaden haben. Jetzt spielt hier noch Sinn rein. Machen wir mit der Face aus. Ah, Tristana orientierungslos. Oh, jetzt kommt Ken. Surprise. Überraschung. Oh, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Da hat Ken gerade geglänzt. Aber kann leider nicht entkommen. Da holt Irea noch den Kill. Aber der Rest vom Team steht halt ein bisschen sehr weit weg. Elise kann da. Oh, doch. Elise kann da noch ranspringen. Aber eigentlich. Oh, oh. Oh, schlau gemacht, sehr schlau gemacht, zu Irea getreten. Ich weiß nicht, ob das so geplant war, aber wenn es geplant war, war es auf jeden Fall super durchdacht. Also, klasse Idee. Aber jetzt sollten sie sich da lange mal zurückziehen, weil das sieht jetzt nicht so gut aus gegen eine Full Health, Sura und Tristana. Also, für so ein Thema, die liegen vorne, ne? Das blaue Team war gerade gar nicht so richtig gut. Ich meine, da haben wir jetzt noch das letzte gerettet noch, aber trotzdem, so richtig toll war das jetzt auch nicht. Hm.
Man darf gespannt sein. Kassadin ist hier irgendwie der Punkt, wo es hängt. Kennen ist halt sehr stark als Mid-Champ, also als AP-Carry. Tristana ist mittlerweile auch wieder mächtig mit dem Wounded King. Machst du doch eigentlich annehmbaren Damage. Das spiritlose Elder Lizard. Ja, das sieht man öfter auf AD-Carries diese Tage. Ich spiele auch sehr gerne spammige AP-Chars mit diesen Spirit of the Spectral West, also das Mana-Ding davon, was Spellbam bringt und 50 Ability Power und Cooldowns und noch zigtausend andere Effekte. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man meint, also das ist eigentlich sehr schön, das Item. Und vor allen Dingen ist es relativ billig zu haben, also relativ bitte. Übrigens gegen drei Leute hat man auch als mittlerweile recht stark erkennen, nicht so richtig viel Chance. Auch mal 6-3. Er hätte uns das Sauerglas für ihn, er hätte noch eine Sekunde sich noch kaufen können. Gebracht hat das natürlich gar nichts, aber er hat es gehabt. Oder war das? Nee. Ich wollte gerade gucken, ob er es sich gekauft hat, bevor er das Ding hatte, aber nee, er hat es schon vorher gehabt. Natürlich ist so ein Auerglas als Ken relativ wichtig, weil Ken hat ja einer dieser Aura-Ultis, also dieser Aura-OE-Ultis. Weil nur Fiddle hat den zum Beispiel andere. Ne, Morgana hat auch ein Aura-OE-Ulti, zum Beispiel Katharina nicht, die kann nicht einfach ins Auerglas gehen. Wäre auch ein bisschen sehr imbar, weil Katharina macht da schon ein bisschen mehr Schaden. Vor allem macht sie auch Schaden, wenn sie den Ulti nicht komplett durchkriegt, was ja die anderen, obwohl Ken macht auch Schaden. Aber Morgana zum Beispiel nicht. Eigentlich ziemlich unfair, diese Aura-AOE-Ulti. Na, kann man nichts machen. Außer wegspringen. Oder bevor es zu spät ist, es ausmachen. Oder hoffen, dass die Morgana erkennen oder sonst was zu doof ist und erst das Auerglas und danach die Fähigkeit zu nehmen. Also, die Sim benutzt ja seinen Ult immer öfter als Escape und nicht besonders aggressiv. Und jetzt bringt das auch nicht. Oh Gott. Die macht halt so viel Schaden. Die hat 44 AP, ne? Und macht trotzdem so einen Damage. Einfach wegen diesem prozentualen Schlag hier. Mit den 9%. Das ist echt ziemlich heftig. Denk mal, das ist auch der Grund, warum man Tristana. Quatsch, Tristana. Ich habe gerade Tristana angeguckt. Wenn man nicht sehr gut als Jungler spielen kann. Übrigens bin ich hier sehr, sehr positiv überrascht vom blauen Warding. Das sieht echt gut aus. Das sieht ja nicht so, aber es geht ja. Weil Elise macht halt 9% Schaden. Von, warte mal, ich glaube, das war vom Maximalleben sogar. Ah, nee, Missing Health. Aber trotzdem. Das ist ein gewaltiger prozentualer Schaden, den zu irgendwelche Items durchdrückt, egal was. Das heißt, selbst wenn Lee so 3 Meter da hinten liegt, kann man trotzdem noch verflucht viel Damage machen, ohne eigentlich irgendwas zu haben. Man muss eigentlich nur am Leben bleiben irgendwie. Und das geht dank dieses, ich gebe mich mal eben an die imaginäre Decke ganz gut. Kennen in Gefahr. Ja, das ist ein ganz großer Fehler, den man gegen Iria nicht machen sollte, sich wegflashen, bevor sie mit den Kurani-Sprung ist. Wie heißt denn das Ding überhaupt? Moment, das heißt Blade Surge. Sollte man auf keinen Fall machen, weil sonst, naja, steht man halt da und hat die Iria wieder an der Backe kleben, weil man, naja, ist halt doof. Da hört man, das ist dem Flash vielleicht ein bisschen richtig time, aber auch nicht zu lange. Und es geht einem so wie mir gestern, der die ganze Zeit versucht, seine Summoners bis zum letzten Minute aufzuheben, dann kam auf einmal ein Crit durch und war ich tot. Das passiert öfter, als man so denkt. So, jetzt der nächste Drake fürs lierende Team. Bin ich mal sehr gespannt, wie das verhindern geht. Ich meine, der SW kann da nicht alleine reinspringen. Eigentlich stehen die hier gerade ziemlich auf Position. Iria steht da unten. Ja, viel zu spät. Einfach viel zu spät. Mal sehen, wie wir das hier gut wegkommen. Ich meine, das blaue Team ist hier gerade ziemlich aufgesplittet, während das lierende Team als ein kompakter Block rumrennt. Naja, okay, vergesst das. Ich weiß nicht, warum die Sinn jetzt da oben reingeht. Das scheint mir nicht besonders klug zu sein, weil die rennen jetzt alle einfach nur die Sinn entgegen, während das blaue Team hinterher zieht. Und Zyra ist jetzt halt ein bisschen von der Gruppe getrennt und diese Nippel noch ein bisschen beeindruckend. Dabei kommt der Sona-Ult zur Rettung. Aber ich denke mal, das wird Hacker. Oh, das stört Hackerin nicht. Die Zyra hat ihren Ult aufziehen müssen. Jetzt kommt. Wir haben sehr gespannt, wo. Nein, ich ziehe und drauf. Ich meine, die Gelegenheit wäre günstig für Iria hier, um was zu finishen. Die sind alle relativ low. Ich denke mal, Iria hat auch genau das versucht, hatte aber zu viele Stacks von Ken drauf. Ist also niemand gestorben, noch nicht. Oh, Kassadin kann hier auch nichts für sich entscheiden. Und oh, da ist Elise so ein bisschen aggressiv drauf. Jetzt räumt hier Ken von hinten auf und jetzt kommt hier. Tristana hat auch eine Sicherheit, die hätte einfach hinterher springen können. Es versucht hier niemand ernsthaft Kassadin zu verfolgen. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Auch wenn da drei relativ low Leute sind, trotzdem gegen Iria hinterher zu jagen, ist immer so eine Sache, wenn man alleine ist. Meistens nicht so gut. Ist auch der Grund, warum man Iria nicht dive. Ja, wir sehen es hier. Iria heilt sich hier einfach hier fröhlich an den Creeps, beziehungsweise lastet mit Iria immer sehr leicht, wenn man es richtig macht. Wenn die richtige Linie da passt und den Damage auch ganz gut einschätzen kann. Jetzt versucht hier Kassadin scheinbar noch Hackerim abzulimmen. Aber Hackerim ist halt saumäßig schnell. Der rennt hier einfach davon.
ohne größere Probleme. Ich denke mal, zum anderen möchte Tristana jetzt hier sich ein wildes Kassadin fangen. Der übrigens scheinbar gerade im Shop umhängt. Na, springt sie nicht hinterher. Hätte ich ja gedacht, dass es macht. Eigentlich bei dem Warning hätte man, obwohl, na gut, die sehen die untere Seite nicht. Da hätte man nicht wissen können, was von da kommt. Aber ansonsten hätte ich gesagt, bei dem Warning hier hätte man sich relativ sicher sein können, dass man da wieder wegkommt. Und als ADK muss man sich auch nicht gerade Sorgen machen, dass man irgendwie von Kassadin gemutet wird und gar nichts mehr machen kann. Das ist ja auch die Gefahr, wenn man als AP-Carry da hinterher springt, dass ein Kassadin, dass man auch immer gemutet doof in der Gegend rumsteht. Gleiches gilt auch für LeBlanc, da ist man auch mal so eine Probleme. Jetzt da drin ist die Vorschrift für Rilia. Dann gucken wir uns aber einfach mal die Support-Items an. Man, die AD-Items sind jetzt beim, naja, bei Eswell, ja, soweit so Standard ist halt Lizard, okay, gut, Eisbunker und ja, gut, kann man machen. Tristana. Ja, doch, Tristana mit den Wounded King, ja, das geht auch. Ein bisschen jetzt auf Ken macht Sinn. Ken steht sowieso immer drin, da ist das ein bisschen sehr sinnvoll. Ich vermisse jetzt zwar so ein bisschen das Death Cap, was ja irgendwie mehr oder weniger das Core-Item für jeden AD-Carry ist. AP-Carry. Kann mir eigentlich wenig zaubernde Champions vorstellen, die auf den Death Cap komplett verzichten können. Eigentlich gar keinen. Also Death Cap braucht man eigentlich immer. Aber andererseits ist natürlich das Hourglass Pflicht und Death Cap ist ja auch nicht keine richtig billig. Hackerin mit dem Sunfire Cap. Ich will zum Thema überhaupt nicht Support anfangen. Hackerin hat mit dem Sunfire Cap. Bootleiser, ja, gut. Soll jetzt wahrscheinlich ein Black Keeper werden, wenn ich den Ruby Crystal da richtig deute. Irea, Typhos und Wounded King macht auch Sinn. Also gerade das Wounded King machte für Irea super viel Sinn. Kassadin. Wie gesagt, Kassadin ist so ein bisschen im Hintertreffen. Wie viel AP hat der Kollege? Der steht übrigens hier oben und wartet. 235. Meiner Ansicht sieht das hier nach einer grünen Falle aus. Jetzt springt hier Irea auf Ken. Ich kann es aber nicht schaffen. Der Sona-Ult ist drauf. Der saß super. Insofern Ken schon mal tot, ohne zu ulten. Irea kommt hier sogar noch weg. Die Sinn unterhält hier irgendwie Tristana, was aber nicht so richtig erfolgreich ist. Hackerin macht es hier auch nicht davon, weil Eswell hier einfach Schaden drückt. Aber jetzt ist. Oh, wer ist denn da gestorben? Egal. Nun ist gestorben. Dies macht sich hier an Eswell ran. Oh, da könnte. Nein. Hat ihn jetzt einen Typ gekriegt, aber das sieht so aus, als würde Kassadin den Job finishen. Nee, da macht's. Ach, da oben ist Sona gestorben. Ach, Irea war das. Da ist Tristana gestorben, Hackerin. Soviel zum Thema. Also, das blaue Team hat halt Irea. Ah, Irea ist für sowas ja bekannt, für so eine Aktion. Also, richtig. Also, jetzt sind immer noch nicht gleich auf. Also, das Linus-Team rein vom Gold her ist immer noch ein Tuck vorne. Nicht viel, aber ein Stück. Also der Teamfight war hier nicht wirklich eine Zäsur, das war eher so ein Zwischengefecht, ohne jetzt eine wirkliche Entscheidung zu verbringen. Oracles of Syrah jetzt. Gegen die übermäßig gewaltige blaue Ward-Macht braucht man ja auch schon auf jeden Fall mal ein Oracle. Na gut, das kann man vorher nicht wissen. Na gut, das Lehrenteam hat auch nicht viel mehr als 3 Stück. Liegt auch daran, dass gerade ein Gefecht war. Und so ein Gefecht dauert ja gerne mal eine Minute oder 2 und so ein Ward hält auch nur 3 Minuten. Man stellt sich das vor, Wards würden länger halten, so irgendwie 20 Minuten. Das wäre was, so wie Timo-Pilze. 10 Minuten lang würden die doofen dagegen rumstehen. Das wäre heftig. Aber andererseits, selbst wenn es solche Wards geben würde, die irgendwie Ewigkeiten lange halten, für sagen wir mal 300 oder 400 Gold, dann würde die ja doch keiner kaufen, weil die wären ja leicht zu killen. Und dann würde man ja irgendwie Angst haben, dass man 400 Gold von einem Langzeit-Ward einfach mal in die. Naja, den könnte man ja maximal irgendwo hinstellen, wo ihn niemand sie sehen kann. Zum Beispiel hinter so einem dummen Schild da. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch verbuggt ist, aber ich denke mal stark. Vielleicht ist das sogar gewollt, dass man die Wards hinter irgendwelche Ecken stellen kann, dann werden sie nicht hier sehen. Der nächste Teamkampf bahnt sich übrigens an. Aber Irea ist noch nicht da, das heißt, Bauti möchte nicht kämpfen. Und Hackerin ist auch nicht da. Also möchte das hier eine Klinik kämpfen. Technisch gesehen möchte hier also gerade niemand kämpfen. Ich wollte mir doch eigentlich vorhin die. Oh, Kassadin am Rumwildern. Ist eventuell in Gefahr hier. Ich meine, Kassadin sehr mobil. Oh, so weit kann er springen. Hätte ich nicht gedacht. Na gut, Kassadin nicht in Gefahr, ist halt relativ mobil, der Bursche. Der kann sich doch schon mal erlauben, ein bisschen in der Gegend rum zu flanieren. Wollte sich wahrscheinlich für einen zukünftigen Teamfight schon mal in eine günstige Position bringen. Ich blende hier mal kurz das Interface aus. Ah, der ist ein Dann-Gegner daneben. Das Eisbaum Gauntlet auf Eswell bringt natürlich einen super schönen Poke mit sich. Der auf jeden Fall recht praktisch ist. Oh, bin ich ja mal sehr gespannt. Die Doppelwort hier.
Oh, die Mord haben sie ja noch gekriegt, weil sie alle zugehauen haben. Jetzt der S-Fair ult, der mal gar nicht so viel Schaden macht. Jetzt springt hier Lee Sin rein, der übrigens direkt mal totgebürstet wird. Kassadin springt hier rein, stirbt aber. Ken kann sein Ult sehr gut platzieren. Quasi fast defensiv. Elise ist auch tot, Irea ist tot, Ken kommt aber auch nicht. Und jetzt räumt Tristana hier das Feld auf. Die hat einfach verflucht viel Schaden. Und dann haben wir hier noch. Haben wir hier noch Hackerin, der zumindest die Skillshots von S-Fair aufhält. Und so schnell kann sich das drücken. Also, mal kurz zurückzugucken, was hier gerade passiert ist. Ich hätte vielleicht das Spiel verlangsamen sollten, aber egal jetzt. Ken stand hier mit seinen Ult, war also um der Ecke, war nicht sofort sichtbar und hat sein Hourglass genommen. Das heißt, drei Leute vom blauen Team sind da reingelaufen in diesen Ken-Ult und wurden gestunt und haben Damage genommen von der ganzen Geschichte. Das war recht unpraktisch für die Bande. Dadurch, also, Lee Sin war halt sofort tot. Der ist halt einfach nur explodiert mit Cyber-Ult, der auch so ziemlich gut die Wand hier gehalten hat. Dadurch konnte Tristana hier hinten stehen rumballern mit ihrer hohen Reichweite. Sehr günstig an der Stelle. Na, den Dwayne macht, glaube ich, jetzt keiner, obwohl, na gut, Lee Sin könnte das hinkriegen. Insofern vielleicht nicht der beste Engage von Lee Sin an der Stelle. Gerade, wenn man hier jede Menge Landschaft hat, wo man rumstehen kann, haben eigentlich Chars mit der viel Reichweite, wie zum Beispiel Tristana oder zum Beispiel Ken, der mit seinen Ultien doof in der Ecke stehen kann, haben da eigentlich größere Vorteile. Vor allen Dingen, das Linde-Team hat drei Champions, die Skillshots mit relativ viel Reichweite in die Gegend hauen können. Da haben wir zum Beispiel Sewer, Ken und Elise. Die können alle drei irgendwelche Zeug in die Landschaft schräg durch die Wand hauen. Während im, naja, im blauen Team kann das, naja, Lee Sin, das macht nicht wirklich Schaden. Und S-Fair's Q kann das halt. Mit der B auch, aber naja, was soll's. Das bringt so den minimalen Nachteil mit sich, dass man bei solchen Sachen, wenn man den Gegner nicht direkt sehen kann, weil man halt einfach einen Mangel an Wards hat, wenn man nicht um die Ecke gucken kann, dass man mehr Schaden nimmt, als man selber austeilen kann. So, jetzt erstmal den gegnerischen Blue aufgestohlen, immerhin einen Schritt nach vorne, aber so wie das Thema fürs blaue Team sieht gut aus, also im Moment bin ich anderer Meinung. Ja, der Blue Buff ist weg, da kommt Tristana 30 Sekunden zu spät, naja, sagen wir 20. Ich denke mal, jetzt ist der nächste Teamfight in Planung. Ich meine, es ist Teamkampfzeit, es ist Late Game. Man leistet sich ja ein Gefecht nach dem anderen, man könnte maximal noch Special Tactics machen, indem man irgendwie so einen Blitzpull anleiert. Aber da die Tower noch nicht so weit gepufft sind, und, na, ich weiß nicht. Kassadin braucht noch letzte Ausrüstungsgegenstände, wie zum Beispiel ordentliche Schuhe. Obwohl das von der Mobilität ja nicht so notwendig ist. Der Drake ist schon lange weg. Also, mal gucken, wie es hier mit der Vision aussieht. Ja, Rhea. Nein, Sona und Kassa, die sind gerade beide. Oh, sehr schön, den Kopf, wo ist gerade von der Rhea da. Also, wir haben hier gerade so einen leichten Stand-off. Also, es bewegt sich irgendwie gar nichts. Es wird Nesha gepinkt. Das blaue Team hat Nesha. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das blaue Team hat gar keine Vision auf Nesha. Gar keine. Nicht mal ansatzweise. Weil sie pinken jetzt zwar Nesha, weil. Pinken, weil sie sind ja völlig klar ist. Also, woanders können die ja gar nicht sein. Aber vor allen Dingen, wenn man keine Wards bei Nesha hat, ist das die beste Gelegenheit für eine Nesha-Trap hier an der Stelle. Von denen haben wir auch noch Vision. Eventuell Fake-Führer jetzt, weil man sich Kassadin nicht vortraut. Oh, sieht das jetzt? Sieht das? Ja, jetzt sieht das. Das ist Nesha nicht. Fast, das hätten sie eventuell besser. Aber jetzt. Ah! Hackerin ein bisschen off-position. Beziehungsweise Lee Sin schon wieder off-position. Aber Tristana, diesmal sehr schön vom Ult getroffen, wird von Kassadin an der Stelle gefunden, der jetzt sein Hourglass zieht. Ken steht hier drinnen, zieht seines Zeichens sein Hourglass, kann hier aber nur einen rausnehmen. Oh, ich hab schon ein bisschen drin. Kassadin immer noch im Leben, der wartet auf seine Gelegenheit, aber Ken weiß es auch noch. Es fehlt Tristana, aber im gegnerischen Team sind halt sowohl die Sinn als auch Sona gestorben. Gut, Sona hat sowieso ihren Stun rausgehauen, hätte er sowieso nichts mehr, aber Ken lässt sich hier gut pogen. Er hat zwar auch kein Ult mehr, aber trotzdem ist fehlt euch der abgegeben. Jetzt springt hier Elise ein bisschen zu selbstbewusst nach vorne, meiner Meinung nach, und stirbt gegen Irea und Kassadin. Und da sieht das sehr nach dem Comeback des blauen Teams. Naja, über Nirea konnten sie noch mitnehmen, aber trotzdem, richtig toll war es. Die Zyra hatte ja auch keine großen Chancen, irgendwie zu entkommen. Ist ein, nee, selbst wenn Zyra wegflashen würde, gibt es keine Chance, gegen Kassadin zu entkommen. Jetzt selber Nesha zu machen, ist auch relativ chancenlos, weil es sind halt nur zwei. Oh, sie versuchen es wirklich. Also mit zwei Mann Nesha zu machen, ist scheint mir ein bisschen mutig. Ich meine, S-Fair, der als Damage-Dealer hier dasteht, ist noch da. Das Problem im letzten Fight war, dass halt Tristana irgendwie gestunt doof dagegen rumstand. S-Fair hat sich ja für diesen Zweck das Mercury Skip mal geholt, um einfach um den ganzen CC-Zeug zu entkommen. Tristana war da nicht so vorausschauend. Oh, jetzt kommt hier noch Lee Sin, jetzt sieht das wieder gut mit den Nesha aus. Das hat gerade genug lang genug getankt, die ganze Sache. Ja, das sieht gut aus. Jetzt kommt hier Tristana. Kann Tristana alleine was reißen? Das Wounded King. Hat Nesha schon resettet? Nein, hat er nicht. Ich weiß nicht, ob Lee Sin hier alleine genug Schaden macht.
Na, ich glaube, Tristan hat gerade draufgeschossen. Das war nicht so gut. Sie hätten wir lieber weiter auf. Aber man kann sie vielleicht den Erfolg von Nashas schmälern. Toll. Kann sie. Hat sie noch einen Jump oder hat sie den gerade verbraucht? Hatte keine Assist-Trophäe. Ich würde jetzt als Tristana da auch jetzt nicht unbedingt weiter daher springen. Elise? Das blaue Team hat zwar gerade gut vorgelegt, hat sogar noch Nesha gekriegt. Das war das Team, was hier zur Flucht verholfen hat. Der ist natürlich mal. Oh, sehr schön getimter Stunt von Elise an der Stelle. Wir sind tanzt hier immer noch rum. Also sie haben zwar gerade, das blaue Team hat gerade zwar sehr schön vorgelegt mit Nesha, aber Tristana hat das ganz gut zunichte gemacht. Und durch das kleine Randgruppengefecht gerade hier. Randgefecht, nicht Randgruppe. Champions sind eine Randgruppe in LOL. Und nur vier Stück. Fünf. Die Minions sind ganz so viel, aber trotzdem beherrschen sie hier nicht die Welt. Komisch, ne? Also ich sag mal, das blaue Team könnt ihr gut vorlegen. Dass die Rea nicht stunt, ist natürlich auch ein Nutter. Jetzt hier Tristana. Da steht halt die Sinn im Gesicht. Irea tot. Die Sinn versucht ja sein Möglichstes zu entkommen. Nimmt ja verflucht viel Schaden und wo ist denn S-Feld eigentlich mit Leute da unten? Weiß nicht, warum sie jetzt hier so ewig hinter die Sinn hinterher chasen. Den Tower hat man ja noch mitgekommen. Wo ist denn eigentlich Tristana hier unten? Also die Situation sieht fürs blaue Team gerade gar nicht gut aus. Also so gar nicht gut. Die werden hier wahrscheinlich. Nee, gut, die verlieren nur einen hier bitte. Da hinten waren die Küps so zahlreich. Elise macht sich zur Flucht auf. Tristana ebenso. Die einzige, die hier noch zu Fuß weglaufen muss, ist Cyber, die sich schon wieder ein Oracle geholt hat. Insofern aber sehr gut gemacht vom Leader-Team hier. Die haben hier einiges rausgedacht. Dass das blaue Team Nashor gekriegt hat, hat Tristana eigentlich perfekt reagiert. Und noch das Maximum rausgekriegt. Und jetzt haben sie sogar, sind sie sogar noch mit dem Blue Effekt gekommen. Sie hieß es das. Ob jetzt hier nur wegteleporten, das so klug ist, weiß ich nicht. Oh. Ich weiß nicht, ob Elise dazu in der Lage ist, Kassadin tot zu kriegen. Da kommt der Flash auf. Und Kassadin wegflashen ist ja immer so ein bisschen Erfolg. Oh, Kassadin hat extra noch eine Sekunde mehr gewartet, um jetzt dann zu entkommen. Aber die Sekunde war meiner Meinung nach zu viel, weil jetzt Elise einfach wegrennen kann. Naja, war zumindest ein Gedanke mit bei. Könnten wir nochmal ein Ward, Sharpness of Two Eyes of Sewer? Bin ich mir nicht ganz so sicher mit. Weil er so viel ließ, ja, doch, macht Sinn. Jetzt ein bisschen. Soll das echt ernsthaft ein Sunfire werden? Lendra's Torment auf Ken, ja. Ja, doch. Randins auf die Sinn, ja, wenn man einen Adi-Carry anspringt, ist das so weit so sinnvoll. Tristana ist ja fast ausgebaut, sehe ich gerade. Tristana hat sich übrigens an der Stelle, was ich persönlich nicht so klug finde, den Schleier der Todesfliege geholt. Wie ist denn das Ding richtig auf Deutsch? Auf Englisch meine ich. Moment, ich krieg das hin. Whale of irgendwas. Kennen wir übrigens hier ein arger Bedrängnis, aber ich möchte wissen, wie das Ding heißt. Benji's Whale heißt das Teil, genau. Weil Schleier heißt Whale. Ich muss hier schon wieder so ein kleines Nebengefecht. Also warum die Sinn jetzt, obwohl, na gut, die Sinn hat eigentlich gerade sehr gut Kennen rausgesprungen, der sein Auerglas scheinbar nicht benutzt wird. Jetzt stirbt die Sinn auch, aber man hat da alles richtig gemacht, mit Kennen rauszufokussen. Rauszutreten aus der ganzen Geschichte. Der wurde nämlich. Na gut, da kann Elise auch nicht hinterher springen. Wo jetzt hier sehr aggressives Commitment von Tristana, die aber trotzdem nichts reißen kann. Ich denke mal nicht, dass sie hier noch irgendjemanden kriegen. Mehr, die sind zu weit weg. Jetzt wird hier irgendwas gepinkt, ich sehe nicht was. Nesha bist du. Oh, Hackerin! Oha. Als Tristana gegen, allein gegen die Welt. Ah, sehr schön von Irea. Das muss man auch sowas sehen als Irea. Ganz schnell, dass da irgendein Typ los, dass man halt einen Doppelsprung hinlegen kann. Ja, man konnte die Elise noch. Auch nicht vor Cyber, aber egal. Ist nicht reicht. Aber zu wenig Schaden. Trotzdem pushen hier die Creeps. Das heißt, das lierende Team hat, trotz dass sie den Kampf gerade verloren hat, immer noch was gewonnen. Mehr oder weniger, ich meine, so richtig was kaputt gegangen ist noch nicht. Obwohl, wie sieht es in den Tower hier aus? Oh. Ja, das reicht nicht. Aber das reicht. Also, der Tower bleibt in diesem Fall noch am Leben. So, ich wollte mal gucken, was es mit Nesha auf sich hat. Also, Drake kommt 42,55 wieder. Das dauert noch eine Weile. Aber Nesha. Warum ist das hier eigentlich im Zuschauermodus nicht fett geschrieben? In normalen Spielen ist es immer fett, wenn irgendwelche komischen Monster gekillt wurden. Naja, gut. Also, Baron Nesha kommt 40,45 wieder. Also, in knapp 2 Minuten. Ich dachte immer. Ich dachte immer lange Zeit, Nesha hat 8 Minuten gesponsert, aber es sind tatsächlich nur 7.
überrascht mich immer wieder auf neue. Das Dings. Also das Spiel bleibt eigentlich immer noch spannend. Ich meine, 30-32 in einer 40. Minute, das bis jetzt ist noch kein eindeutiger Sieger festzustellen. Also, das lila Team hat zwar weiter gepusht, aber das lila scheint jetzt, Quatsch, das blaue steht anscheinend die Kämpfe zu gewinnen. Also, alles sehr seltsam. Man darf gespannt sein. Wahrscheinlich entscheidet es der nächste Teamkampf, wenn der Inhib nämlich wieder da ist, weil dann kann das blaue Team mich wieder ordentlich pushen und muss nicht mehr zurück nach Hause gehen. Denn das Lilian-Team hat noch viele Türme. Also wenn das Lilian-Team komplett geaced wird und vom blauen Team niemand stirbt, vor allen Dingen S-Fan nicht stirbt, könnten sie es sogar schaffen zu finishen, den 45 Sekunden, die sie da haben, oder 60 Sekunden fast. Allerdings, ja, eventuell, wahrscheinlich brauchen sie zwei Anläufe. Ziemlich sicher sogar. Und so zum Thema Inhibitor, wo man gerade von ihnen spricht. Da ist er auch schon. Hm. Ah, diese Monster Sunfire Cape. Tatsächlich für Elise. Na gut, Elise steht ja auch viel mal drinne. Da ist er wieder, der Inhibitor. Wurde nicht mal angesagt, er ist einfach nur da. Sona jetzt übrigens auch mit einem Vision Ward unterwegs. Das haben sie ja zum Glück irgendwann mal gepatcht, dass Sona ihr Crescendo nicht, nicht ihr Crescendo, sondern ihr Dimidu, wie heißt denn das hier, Power Cord nicht verliert, wenn sie irgendwas angreift, wo der Power Cord nicht mehr dran funktioniert, also zum Beispiel Wards oder, einfach nicht, ein Turm verliert sie den Power Cord, aber, was waren das noch? Wards und? Ich glaube nur Wards, aber das war früher echt ärgerlich. Zwar ist es eines der kleinen Ärgernisse, die im Leben nicht so wirklich auffallen, aber trotzdem immer noch. So, ich behalte mich hier mal schon mal für den Teamkampf bereit. Ich könnte sogar Slow Motion. Springt daran? Nein. Ich mache mal den nächsten Teamkampf nur halbe Geschwindigkeit. Dann sehen wir vielleicht mal ein bisschen mehr. Und ich habe mehr Zeit zu reden. Das könnte ich, wenn ich live casten würde, nicht machen, weil dann, oh, jetzt hier ein Nasher. Also eigentlich ist das blaue Team bestens informiert über die Lage. Oha, der Wort war schnell kaputt. Die sind da auch durch ein Ward gelaufen. Oha. Also sicherzustellen, dass der Gita keine Wards hat, ist natürlich immer wieder wichtig. So, der Blubber kippt an der Stelle auch. Man, das Lilian-Team ist ja auch nicht... Oh, der ist ein sehr schöner Ward. Das Lilian-Team ist ja auch nicht gerade uninformiert, sag ich mal. Ah ja, der SWR-Ult bringt auch Vision, das ist ganz wichtig. An der Stelle. Oh! Das könnte die Öffnung zum Kampf sein. Lee Sin kriegt hier mächtig aufs Maul. Kann gerade so durch die Wand flashen. Elise seilt sich hier ab, kommt hier bei S-Fair runter. Das restliche Team steht aber ziemlich weit hinten. Das heißt, na gut, Elise ist relativ tanky. Oh, der Kuh ging daneben. Der Stun auch. Kleines Nebengefecht, wo ein bisschen Damage ausgetauscht. Oh, ich habe die falsche Vision, sorry. Kassadin tanzt hier oben. Wo ist denn das Rest vom Team hier? Oh, na, Lee Sin portet B. Das sieht nach sehr nach einem frühen Nasher aus für das lila Team. Es sei denn, sie können hier noch irgendwie delayen, obwohl das sehe ich gerade nicht. Irelia hat jetzt erstmal mit ihren Ult, jetzt erstmal das Schild von Tristana geblockt, die jetzt aber wegschleudert. Jetzt kommt Ken auf der Jagd nach Eswell, den er jetzt auch hat, aber Eswell hat gerade mit seinem Mercury Skidmar gerade die. Jetzt ist es spät. Also er hat gerade noch die Dinges geblockt für die. Mein Gott, die Stacks von diesen. Von den komischen Blitzmarken da. Jetzt Kennen auf der Flucht, geht ins Hourglass. Hier kommt Kassadin angeflogen. Ich meine, Hackerin hat ja versucht, ihn noch am Leben zu halten, aber es kam eine Sekunde, glaube ich, zu spät. Jetzt kommt hier Sona noch an. Was ist denn hier oben nicht? Oh. Ja, gut. Es lebt eigentlich nur Tristana und die Syrah, wie es aussieht. Das heißt, die wurden hier gar nicht ganz gut weggehalten. Ja, das sieht jetzt gar nicht so gut aus. Ich meine, Eswell ist auch tot. Das macht das Pushen jetzt gerade ein bisschen illusionisch, aber ich denke mal, Cyber kann entkommen, wenn sie mal jetzt irgendwo rumstehen würde, wo sie sicher ist. Na gut, jetzt kommt sie nicht mehr. Also ich sehe jetzt gerade nicht, wie Cyber jetzt hier plant, wegzukommen. Ich meine, Suicide in der Spielminute ist auch nicht unbedingt eine Lösung, weil, naja, der geht daneben. Ich meine, sie kann hier immer noch lange im Kreis rennen und die Sinn binden. Sie stiehlt zumindest Zeit damit. Aber ich glaube nicht, dass eine Cyber hoffen kann, hier irgendwas zu töten. Oder will sie jetzt flashen? Will sie flashen? Sie flasht. Ja, aber das ist...
Ich meine, mittlerweile macht sie ja ganz gut Schaden, aber ihre eigenen Punkte sind ja da auch lange erschöpft. Aber immerhin sehr viel Zeit rausgeholt. Oh, der ging daneben. Oder wird so nie gut haben. Also immerhin relativ viel Zeit aus diesem rausgeholt, der an dieser Stelle wirklich einen Fehler gemacht hat, meiner Meinung nach, weil Sewer zu verfolgen schön ordentlich down kriegt, aber in der Minute hier. Ich weiß gar nicht, wie es mit dem Gold bei Sewer aus. Ja. Sewer hat immer noch genug Gold für das nächste Auric. Ja, da ist es auch schon. Und man hätte deutlich schneller pushen können. Insofern. Nasha ist natürlich immer noch eine Geschichte für sich. Wie ich schon sagte, zwei gewonnene Teamkämpfe braucht es dafür schon. Sonst läuft hier gar nichts. Jetzt mit Homeguard Boost. Ich meine, Tristana, ist die ausgebaut? Na, da fehlt noch der Blutduster. Ein bisschen der Attack Speed fehlt mir auf Tristana. Also, noch mehr. Es hat eine S-Fair so schön. Das S-Fair ist auch noch nicht komplett ausgebaut. Sein Elder Lizard-Ding von uns. Ich weiß nicht, ob er es nicht irgendwann den nächsten Bald mal verkaufen will, wenn er ausgebaut ist. So, hier wird der Nashor versuchen sie immer noch, aber da fehlt halt irgendwie das halbe Team. Vor allem Tristana ist nicht da. Drake wird hier gepinkt, aber jetzt Drake zu machen, ich weiß ja nicht, das ist irgendwie so ein bisschen wie Nashor aufgeben. Meine, mittlerweile sollte genug Damage da sein, um Nashor innerhalb weniger Sekunden zu kriegen. Cyber immer noch weit weg und daher fehlt auch ein bisschen das Oracle. Aber die Lage ist akut. Das Schöne an dem Spiel hier ist wirklich, dass man kaum sagen kann, wer jetzt hier wirklich gewinnen wird, weil das konzentriert sich ja alles auf die Teamkämpfe, die ja jetzt noch kommen werden. Ich meine, hier wird zwar so ein bisschen rumgeplänkelt, aber so richtig eine Entscheidung sehe ich ja sich noch nicht anbahnen. Ich meine, vom Gold her, also so schlecht das, also das im Early, oh, jetzt, langsamer. Also, Ken steht hier mit seinem Ult ziemlich verschwendet. Ja gut, jetzt kriegt man. Die sind noch ein bisschen auf dem Kopf damit. Iria wurde gerade weggetreten, aber jetzt finisht hier hinten Kassa die AD-Carry. Der Sona Ult macht ja auch, na gut, das sieht so aus, wird das blau, obwohl, na gut, Ken lebt noch, ne? Die sind ja alle relativ low, bringt ja nicht, Gott, die überleben ja alle. Jetzt hat sich Kassadin sogar noch gerettet, meine Hackerin-Liebchen noch, der das Ding finishen kann, kommt jetzt hier Rhea noch angesprungen, wird immer schon in den Hittenkampfstil aktiviert. Ich glaube, das könnte Elise noch gut hinkriegen, ja, da ist Elise dann auch erfolgreich. Also irgendwie wollen die nicht gewinnen, habe ich das Gefühl. Jetzt pushen, jetzt ist natürlich genau die umgedrehte Frage von vorhin. Jetzt pushen hier die Creeps und jetzt hat nur die Sinn überlebt. Ein Wunder eigentlich. Oh, die Sinn ist jetzt auch nicht gerade untanky, sag ich mal mit. Mit den Runruins. Locked of Sirens für Larry. Der Hextrinker tut sicherlich auch seinen Dienst. Ja, gut. Ah, trotzdem, es kommt hier einfach zu keiner Entscheidung. Ich finde übrigens diese drei Wards hier sehr schön. Also da wollte man sicher gehen, dass man Vision hat. Ich denke mal, einer das von die Sinn zum Rumspringen. Der andere stand da sowieso schon. Und naja, der andere war wahrscheinlich ein früherer Entkommensward. Aber immerhin kann die Sinn jetzt einen Wake machen. Nicht, dass es irgendeinen großen Unterschied macht. Das Sinn-Team ist immer noch im Gold vorne. Jetzt auch auf Hackerin ran. Vielleicht kann das ja was ändern. Man darf gespannt sein. Also das kommt hier einfach zu keiner Entscheidung. Also entweder die morkeln sich hier noch wirklich bis zur 60. Minute runter. Oder es kommt hier irgendwann das komplett überraschende Ace, wo das andere Team halt gar nicht dran stirbt. Und dann ist es einmal Ende. Ganz plötzlich. Ohne. So, Oracles ist hier mittlerweile Standard in der fortgeschrittenen Spielminute auch nicht verwunderlich. Wir können mal kurz das Gold angucken. Aber das sehe ich hier relativ. Naja. Ja, das hat mehr. Gut, mit 300 Cubes kann man das auch schon mal haben. Die AD-Carries sind sich sehr gleich. Ja. Von dem Items her sind die halt wirklich fast alle ausgebaut. Also, in der Hackerin sehe ich wenig Verbesserung von uns her. Das Lockert könnte man. Nein, für nichts wegpacken. Die Rhea hat noch einen Slot frei. Ich glaube, wir da eigentlich auch mal mit Momortius fertig. Deathcap. Ken hat noch kein Deathcap. Das fehlt noch. Das hat Katalin schon voraus. Wie schaut es eigentlich mit den APs von den beiden aus? 711 und 400. Da macht sich das Deathcap wirklich bemerkbar. Wir haben ja auch gesehen im letzten Teamkampf, wie stark Katalin ist. Der ist mittlerweile eine echte Bedrohung für die AD-Carries. Dessen bin ich jetzt fast wieder der Meinung, dass das blaue Team doch wieder die besseren Karten hat jetzt von der Teamkampf-Kombination. Einfach weil Katalin, Iria und die Sinn reingehen können und Schlüsselpositionen rausfokussen können. Ich bin ja auch von den Banshees. Ah, Syrah ist ja auch sehr. Oh, jetzt.
Jetzt versucht hier. Ich möchte vielleicht mal ein bisschen langsamer machen hier. Also, Tristana hat versucht, diesmal die Bedrohung rauszunehmen. Jetzt ist. Oh, Tristana ist hier gerade hinterher geflasht. Also, gerade im Nate. Oh gut, da stirbt er noch. Also, gerade im Nate-Camp ist Flash natürlich nur noch ein reiner Positionierungstower-Spruch. Also, da ist. Boah, reicht das? Reicht das? Reicht das? Moment. 38? 13? Ja, es reicht. Gut, machen wir wieder ein bisschen schneller. Trotzdem war der Kampf jetzt nicht so richtig erfolgreich, weil sie haben 1-3 abgetauscht. Und ich denke mal, das könnte es fast gewesen sein. Wenn Tristana sich nicht irgendwie noch reißen kann. Aber Kassadin lebt halt noch, der dank seinen Auerglas halt gut entkommen ist. Tristana sowohl als Hackerin haben ja versucht, ihn rauszufokussen. Respawn nicht so. Was ja nicht eine gute Idee war, aber das Bandys Veil of Tristana finde ich immer noch unüberzeugend. Ja, okay, das sieht hier. Sieht hier der nach dem GG aus, weil der Rest vom Team kommt halt erst wieder in 30 Sekunden. Ach, der Inhib wieder, das ist natürlich sehr unglücklich. Aber trotzdem ist das nur ein Aufschub von vielleicht 5 Sekunden. Oh, der Turm lebt ja sogar noch. Ist ja schön. Weil dieser Turm regeneriert zwar nur mit 3 Sekunden pro Sekunde, aber er regeneriert. Das blaue Team versucht dann jetzt ihren Sieg ein bisschen zu zementieren, weil die auch gerade hier waren. Nur da steht noch ein Außenteam, also noch 14 Sekunden, bis Elise wieder da ist. In der Zwischenzeit verwendet Tristana hier viel Zeit mit Cyber, die. Macht Cyber eigentlich Damage? Nein. Viel Zeit mit. Ah, sie ziehen sich wieder zurück, konnten es diesmal noch nicht zu Ende bringen, aber trotzdem. Der nächste Teamcup ist dann wohl entscheidend. Obwohl ich gerade wenig Möglichkeit sehe, aufgrund der. Naja, doch recht gezielten Tötung, die das blaue Team da anbringen kann und den Hourglasses. Eigentlich hatten sie ja nur eins, aber. Sehe ich da eigentlich wenig Möglichkeit für das Leon Team zu weisen. Ich meine, Tristana ist zwar sehr stark im Late-Game, aber dieses Banshee's Veil halt, es blockt halt den ersten Zaubersprung, das bringt halt relativ viel MR. Dann wollen wir kurz vergleichen hier, wo haben wir schon Banshee's Veil, hat 45 Magic gesehen, das Mercury Skipper hat auch 45. Das Banshee's Veil kann durch irgendwas gebrochen werden, zum Beispiel durch Irelia einfach in den Ultimate, das haben wir ja vorhin gesehen. Irelias Ult macht nicht übermäßig viel Schaden. Also, ist jetzt nicht gerade so die Hauptschadensquelle. Ich meine, das sind hier, was sind das? 250 Schaden pro Klinge. Dann kommt da noch jede Menge Rüstung zu und dann sind es nur noch irgendwie 180 Schaden, wenn überhaupt. Übrigens sieht das hier gerade sehr nach dem Ende aus, weil Hackerin mir gerade doof off-guard gestorben ist. Wenn jetzt hier das gegnerische Team ankommt, ich meine, jetzt ist zwar. Oh, warte mal, so schlecht ist das denn? Na, da hätte man jetzt einen Mercury-Skip mal gebraucht, aber nein, wir haben ja ein Banshee's Veil. Ich meine, das Banshee's Veil ist ganz praktisch für die Faulen, die das Ding nicht selber benutzen, also die nicht selber was klicken wollen. Weil das Ding ist jetzt nämlich im nächsten Punkt, hier pushen die Creeps, das heißt, das blaue Team musste hier eigentlich einfach nur beschäftigen. Und die Creeps machen den Rest. Beziehungsweise, sie müssen sie nicht nur beschäftigen, sie können jetzt noch in aller Ruhe Nasher machen. Irelia ist als Tank da, und sie können sich eigentlich ziemlich sicher sein, dass entweder verhindern die hier Nasher, versuchen es, verlieren aber einen Großteil ihrer Basis, oder aber die kriegen Nasher, also. Ich sehe eigentlich wenig Möglichkeiten gerade. Vielleicht den Ken. Nee. Ken könnte sein Leben opfern, um das hier zu delayen. Aber ich glaube, dann würden sie auch das Spiel verlieren mit dem Moment. Oh, sie können es doch delayen. Ich bin überrascht. Sure, wenn hier weg mit ihren 3 Punkten. Ich hätte gedacht, dass sie jetzt Nasher bringen. Ja, jetzt pinkt das Lilith-Team hier Nasher. Aber in der Lage mit 2 Inhibs down kann man, glaube ich, nicht darüber nachdenken, Nasher zu machen. Als Tristana farmt sich halt hier nochmal hoch, aber. Auf was? Na, Orakel ist doch so, ne? Esfeld hat jetzt auch Orakel. Das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass er ausgebaut ist, oder? Ja. Die Ultima Ratio. In solchen Fällen ist es ja tatsächlich die Schuhe zu verkaufen, wenn wirklich gar nichts mehr hilft. Wenn man einfach, wenn Mobilität nicht mehr zählt, sondern einfach nur noch die stumpfe Damage-Kanone zu sein. Kann man machen. Natürlich, die Schuhe für ein Phantom Dancer zu verkaufen, um nicht komplett die Mobilität zu verlieren. Gerade mit den Schuhen, ne? Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Ist möglich, sag ich mal. Man ist dann zwar immer noch langsamer als vorher, aber mit manchen Champions geht das ja nicht ganz gut. Was ist jetzt eigentlich hier oben mit den kleinen Seitenkämpfen so los? Dies haut ja anscheinend ihre Stunts rein, was aber auch nicht so richtig viel bringt. Oh, der Damage. Also man sieht ja, der 700, die 819 AP Kassa, der macht schon Schaden. Weil der hat zwar auch quasi null Defensive, wenn wir von What of Eight mal absehen. Oh, langsamer. Also Elise ist schon mal tot und dann sieht es gar nicht gut aus. Kassadin kommt hier wieder mit seinem dummen Hourglass weg. Der Stunt von Sona sehr schön. Kassadin kommt noch weg. Jetzt springt Hackerim hinterher. Kann er es noch machen? Ja, er kann es tun. Aber jetzt holt sich Sona den Hackerim-Kill. Wo ist denn hier? Irelia lebt da hinten noch. Wo ist denn der Rest hier? Ah,
Erst wieder noch auf der Flucht, frisst hier das Exhaust. Na gut, die Barrier bringt jetzt auch nicht so richtig viel. Hat Tristana noch einen Sprung? Erst in 7 Sekunden. Bumm. Oh, der Crit. Jetzt kommt der Heal. Das Iria tanzt hier hinten noch rum. Kann Ken das machen? Ich mache aber bald mal die Zeitlupe da, einfach um mehr Zeit zu haben, rumzuswischen. Was ist. Ken rennt jetzt weg, um die Cooldowns abzuwarten, aber beide gestartet. Ah, sorry. Verdammt knapp. Viel zu knapp. Also an dieser Stelle ein Putt. Wieder keine Entscheidung. Ich habe jetzt mittlerweile fast eine Minute lang Zeitlupe gemacht. Mann, 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 Mann. Aber es ist immer noch knapp. Sehr knapp. Also eine finale Entscheidung bahnt sich hier immer noch nicht an. Wenn du in der finalen Entscheidung ist, das Spiel zu enden, aber trotzdem, also. Es kommt hier einfach nichts. Es dauert an. Team's inhibitor is respawning soon. Ich warte eigentlich nur auf den nächsten Teamkampf, der wahrscheinlich bei Lesher stattfinden würde. Purple Team's inhibitor is respawning soon. Oha, das sieht immer sehr nach Ende aus. Ken tot. Tristanas Schild schon wieder gebrochen. Sinnlos, also an dieser Stelle. Also ich bin von diesen Bandits-Welt absolut nicht überzeugt. Jetzt stehen hier zwei Leute mittendrin. So, und jetzt hätte man so ein Skid mal natürlich super gebrauchen können, statt seinen Bandits-Welt an irgendwas Sinnloses zu verdienen, wie zum Beispiel S-Welt-Ult. Ja, dann stirbt dann auch Tristana. Ja, die ist definitiv tot. Da bringt die Barrier auch nur eine Sekunde. Hackerim tanzt jetzt zwar auch noch rum, aber der kann, macht da keinen wirklichen Schaden. Also, macht schon Schaden, aber nicht unglaublich viel. Da oben sehen wir noch am Rand in dies rumtanzen. Jetzt sind da die Sinterher. Ich denke mal, dann ist das Spiel vorbei, weil der AD-Carry lebt noch. Der wird sich wahrscheinlich gleich hier an den paar Geistern hochheilen. Verdammt hat das blaue Team 152 Heals plus, 94 plus, 90 plus, 149, 48, 98, 98, 86. Oder. Wir sehen wunderschön, wie sich SW hochheilt. Einfach so haben so ein paar Creeps. Und schon ist er fast wieder fit. So, ich denke mal, das war gerade ein GG. Ja, GG, well played. Lange hat es gedauert, aber da haben wir es dann. Das blaue Team hat dann doch noch durch seine Assassinenfähigkeiten die ganze Geschichte gefinisht. Und damit ist das Spiel dann vorbei. Die besorgt sich zu hart. Hey, Kassetten ist Diamond One für das Spiel. Na denn. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Spiel war angenehm spannend und langwierig. Oh Gott, 54 Minuten. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.